Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen und die erste Antwort ohne Frage, die fällt heute aus. Es ist dasselbe Visual Style wie gestern. Gelöscht wurden folgende Fragen, nicht weil wir sie unbedingt nicht leiden können, sondern einfach nur, weil wir Ihnen bei der Art von Problemstellung sowieso nicht wirklich helfen können. Und zwar, es geht rund um Soundprobleme, also hardwarebezogen mit Windows und oder Ubuntu bei den entsprechenden Updates, auch auf Windows 7, Mikroprobleme und so weiter und so fort. Das kann immer vorkommen, dass wenn Sie ein Betriebssystem aktualisieren, dass Ihre aktuelle Hardware nicht unterstützt wird. Deswegen, da kann man leider gar nichts machen. Sie können allenfalls beim Hersteller der Hardware nachfragen, ob der da eventuell mal eine Lösung anbieten möchte. Ob Sie eventuell nur ein Problem haben, das jetzt bei Ihnen nur vorliegt, das können Sie in der Regel ebenfalls über die Standardsuchmaschine feststellen. Geben Sie einfach die komplette Nummer Ihres Laptops ein, suchen danach und wenn Sie dann dort, ich sag jetzt mal, zig Treffer finden, die sich alle um Soundprobleme, Schrägstrich, Mikrofonprobleme drehen, dann werden Sie nicht alleine sein, dann gibt es da einfach keine Lösung. Wenn Sie nun rein gar nichts dazu finden, ja, dann kann es sein, dass das Problem wirklich nur bei Ihnen liegt, dann ist wieder Ihr Hersteller Ansprechpartner. Wahrscheinlich gibt es da einen neuen Treiber. Ebenfalls entfernt wurden Fragen bezüglich Hinweisen, die nur an uns gerichtet waren. Die müssen wir hier nicht noch extra vorlesen, das wäre für Sie weniger interessant. Die erste richtige Frage kommt von User Lulle Bubbel. Er hat die Frage, ob de.justin.tv legal sei oder ob er sich das anschauen kann. Und ja, Sie können sich das anschauen. Für Sie ist das völlig legal. Weitere Informationen dazu in unserem Video Streaming, das eventuell anschauen. EatonBA schiebt nochmal ein paar Informationen nach, allerdings nicht die ursprüngliche Frage. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen rumraten. Er schreibt, ich meinte, ob das dann noch korrekt läuft, wenn ich zwei Betriebssysteme installiert habe. Unter die Überschrift Ubuntu ist, nehme ich mal an, er meint Ubuntu neben Windows X irgendwas. XP Vista 7. Wir haben schon mehrere Videos dazu online gestellt. Das funktioniert normalerweise. Soll nicht heißen, dass es nicht immer irgendwie 1% oder 1 Promille gibt, bei denen das dann doch zu Problemen führt. Deswegen die Wubi-Videos. Schauen Sie sich die an. Die sind nochmal kugelsicherer. VIP-Schiris hat ein Problem mit seinem Notebook und er kann nicht mehr booten. Dort hat er allerdings einen 30-Seiten-Aufsatz und nach andere Daten. Für solche Fälle Ubuntu 10.4 gerade erschienen. Holen Sie sich die Live-CD, booten Sie von dieser und exportieren Sie dann diese Daten auf einen USB-Stick, den Sie sicher haben. Und wenn nicht, mit der Ubuntu Live-CD kommen Sie problemlos ins Internet und dann können Sie die auch auf Ihren FTP-Server schieben. Das zum Ersten, um die Daten zu retten. Ansonsten kann man da nicht viel sagen. Sie sagen, Sie kommen bei einem abgesicherten Modus, sehen Sie nur ein schwarzes Bild. Gut, das schwarze Bild ist eigentlich nicht so falsch, vorausgesetzt in den vier Ecken steht jeweils in weiß die Information abgesicherter Modus, dann wäre das schon durchaus korrekt. Dann wäre irgendeine Hardware eventuell defekt und oder der Treiber, weil das ist der Unterschied zwischen dem abgesicherten Modus und dem normalen Modus. Mehr ist da allerdings nicht draus zu sehen. Und wenn Sie Windows normal schalten, kommt ein blaues Bild mit den Problemen. Ja, und die Probleme sind genau die Lösung. Danach müssen Sie suchen. Auf Microsoft.com werden Sie relativ schnell fündig, was das genau bedeutet. Sie haben da unten oder hier in der Regel in diesem Bereich eine Art technische Information und die einfach mal bei Google eingeben. Jeder Treffer auf Microsoft.com ist die Lösung. Mandarine fragt an, er bekommt ab und zu mal, wenn er Videos schaut, die Meldung ungültige Parameter. Und zwar, wenn er in dem Video nach vorne springt, auf eine Stelle, die wohl noch nicht geladen ist, oder wenn er eine andere Auflösung anwählt. Das Problem ist bei uns noch nie aufgetreten, deswegen können wir da auch nicht wirklich weiterhelfen. Wir bekommen ganz selten solche E-Mails, die ebenfalls von dieser Meldung ungültige Parameter, sage ich jetzt mal, schreiben. Ich nehme an, es ist nur ein temporäres Problem. Flash neu installieren, Flash mal aktualisieren oder die Flash-Cookies mal löschen. Das sind so unsere Standard-Tipps, die wir da immer geben. Wir haben noch nie von jemandem gehört, dass es nicht funktioniert, also gehen wir mal davon aus, dass es funktioniert. Dark Scharn fragt nochmal an bezüglich seines Rechners, der scheinbar kein Signal schickt an seinen Monitor. Deswegen kann er da nichts sehen und er fragt sich jetzt, was soll ich am besten machen? Neuen Computer, neues Motherboard oder nur neues BIOS kaufen? Eventuell löst sich ja das Problem. Gut, ja, wenn Sie da genug Hartnäckigkeit an den Tag legen, lösen Sie das Problem früher oder später auf jeden Fall. Ein neues BIOS kaufen geht nicht. Ein neues Motherboard kaufen, das geht. Ein neuer Computer kaufen, gut, das ist natürlich die Problemlösung für alle Probleme, allerdings auch entsprechend aufwendig, zumindest in Geld gerechnet.
Bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass die Option zur Verfügung steht. Wir haben schon in anderen Videos mehrmals empfohlen, sage ich jetzt mal, die Computerkette Atelco. Die haben einen Service, die lösen ihnen dieses Problem, beziehungsweise lokalisieren das Problem. Wenn es also das Motherboard ist, dann bauen die ein neues ein. Wenn es dann funktioniert, haben sie das Problem gelöst, kaufen sich das neue Motherboard und dann hat es sich erledigt. Der Punkt bei denen, beziehungsweise der positive Punkt ist, Schrägstrich war, es war so, als wir das damals in Anspruch genommen haben, die berechnen auf jeden Fall nur die halbe Stunde, auch wenn die 4 Stunden nach der Lösung suchen. Gut, bei einem neuen Motherboard, da wird nicht so lange gesucht, die bauen innerhalb von 10 Minuten ein neues ein und wenn es dann eben funktioniert mit dem neuen, dann werden sie sagen, auf dem Motherboard ist irgendwas defekt. Viel genauer kann man da ja nicht mehr, sage ich jetzt mal, ins Detail gehen. Deswegen, wenn das eine Option ist, dann dort ansetzen. Mr. Henrik 95 beschwert sich über die bekloppte YouTube-Sperre. Er kann wohl nur innerhalb von einer Stunde 10 Abonnements von anderen aufnehmen. Also er kann nur 10 andere User abonnieren innerhalb von einer Stunde. Wisst ihr, wie man das umgeht? Nein, wir wissen es nicht. Wir gehen auch davon aus, dass es nicht geht. Denn die Information, wen sie abonniert haben, die steht in ihrem Account. So, und da kann man nicht mehr drum herum. Das ist eine Information, die ist nicht bei ihnen lokal. Die können sie also nicht ändern. Die ist auf YouTube gespeichert. So, Knupse, das war die Information an uns, die wir trotzdem drin gelassen haben. Er schreibt HAL oder H-A-L, steht für Hardware Abstraction Layer und nicht für Hardware Application Layer. Da hat Sprecher wohl im vorletzten Video ziemlich einen Unsinn geredet. Und wenn ich sage Sprecher, meine ich natürlich nur mich. Also, Knupse hat hier absolut recht. Ich muss eigentlich sagen, ich habe es auch vorher gewusst, aber habe es offenbar im Video komplett falsch gesagt. Also, Hardware Abstraction Layer und nicht Application Layer. Haben wir wieder was gelernt? Der Dank an den Kollegen Knupse. iReview oder iReview. Ich wollte mal fragen, da du diese Option selber benutzt, beschreiben kannst, wie ich in YouTube Channel Design einen Link einbetten kann und wie ich ein Bild anstatt eines Namens einbetten kann. Über deinem Video steht beispielsweise Abonnieren okay. Also das Abonnieren okay, das ist ein Partner-Feature. Das kann man nur einrichten, wenn man selbst Partner von YouTube ist und das mit diesem Channel Design einen Link einrichten kann. Das habe ich nicht verstanden. Dazu müssten wir einen Screenshot sehen. Coding Community fragt an über CyberGhost Abzocke. Ich habe mir die Computerbild 2910 gekauft mit der CD, auf der CyberGhost war. Ich habe es installiert, dann wollte ich einen Account erstellen, habe ich gemacht. Jetzt geht das aber nicht. Ich kann mich weder auf der Webseite einloggen noch in dem Programm. Jetzt sagen die in dem Heft, dass man, wenn das alles geklappt hat, auf als Premium einloggen drücken soll. Ich bin mir ganz sicher, dass das keine Aktion von der Computerbild ist, dass die einen Premium-Account bei CyberGhost geben schenken. Ich wollte jetzt fragen, ob ich von Seiten CyberGhost irgendwie eine Rechnung die nächsten Tage erwarten darf und so weiter und so fort. Kann ich natürlich nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, was sie da jetzt genau geklickt haben und ich kenne auch das Angebot von der Expertenzeitschrift, sage ich jetzt mal nicht. Deswegen ist das also von hier aus recht schwer zu sagen. Ich gehe mal davon aus, sie brauchen sich aber auf keinen Fall Sorgen zu machen, selbst wenn da jetzt eine Rechnung kommen sollte, die können sie ganz einfach wieder rufen. Natürlich sollten sie den Service nicht nutzen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, können sie das ja eh nicht machen, da sie ja das Passwort gar nicht haben. Ich denke mal, da ist überhaupt nichts passiert. Ansonsten würde ich mich natürlich bei der entsprechenden Zeitschrift bedanken für solche Angebote. Aber ich nehme an, da brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Windows 7 hat einige Fragen. Ich habe gesehen, dass einige YouTube-Nutzer ein animiertes Bild als Profilbild haben. Wie geht das? Woran liegt das? Was mache ich falsch? Der Trick, wie die das machen, der ist uns noch nicht geläufig. Wir haben jetzt diesbezüglich aber auch noch nicht nachgeschaut. Ein anderer Kollege hatte schon danach gefragt, ein anderer Zuschauer. Und da haben wir gesagt, vielleicht ist nur ein animiertes GIF, das als JPEG umbenannt ist und sich deswegen quasi, dass YouTube sich deswegen austricksen lässt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es animierte PNG-Dateien gibt, da diese animierte Geschichte so ziemlich die Pest ist. Es kann durchaus sein, dass das eben zurzeit aufgrund irgendeiner Lücke funktioniert und YouTube, sobald das entsprechend eingesetzt wird, das Ganze wieder abschaltet. Denn machen wir uns nichts vor, es scheint so, als wenn so ziemlich jeder zweite Kanal dann früher oder später irgendein animiertes Logo da hätte. Deswegen, also, wir können da leider nicht helfen, warum es bei Ihnen nicht funktioniert, denn wir wissen selbst nicht, wie es funktioniert. Wir haben da aber auch jetzt noch keine großen Investigationen angestellt. Unter den YouTube-Einstellungen, die man über den Kanal aufrufen kann, gibt es die Option Kanal zeigen, ja oder nein. Wofür ist diese Funktion gut?
Wenn ich diese Funktion ändere oder aktiviere, ändert sich nichts. Haben wir selbst noch nicht benutzt, die Aktion. Wir sind davon ausgegangen, es ist einfach so, dass auf der entsprechenden Videoseite ein entsprechender Link auf unseren Hauptchannel ist, aber auch hier noch nie benutzt. Wir lassen das hier mal drin für die Zuschauer. Vielleicht hat das da draußen schon einer benutzt. Der kann da eventuell Abhilfe schaffen und einfach mal einen Tipp geben. Ein YouTube-User sendet mir fast jeden Tag Spam-Nachrichten. Ich habe ihn schon mehrfach geblockt, aber wenn ich das tue, erstellt sich einfach einen neuen Account. Was kann ich dagegen machen? Ich würde mal das Ganze so einstellen, dass Ihnen nur User E-Mails zuschicken können, die Freundesstatus bei Ihnen haben. Soweit ich weiß, geht das. Bei uns geht es jedenfalls. PNs sind nur möglich, wenn jemand Freund ist. So, also das würde ich aktivieren. Dann müssen Sie ihn auf jeden Fall als Freund zulassen. Und selbst wenn Sie das gemacht haben und gemerkt haben, okay, das war der Falsche, das war mein Spammer, dann einfach wieder defreunden und dann sollte das Problem gelöst sein. Bei Musikvideos, nächste Frage, die von Usern hochgeladen wurden, kommt entweder Werbung oder es ist in Deutschland nicht verfügbar oder es wird gelöscht. Wann wird was davon gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Denn wann wird was davon gemacht? Ergibt keinen Sinn auf den vorherigen Satz. Sie haben sich die Fragen ja eigentlich schon selbst beantwortet. In Deutschland ist es gesperrt, im Ausland ist es frei und in Deutschland ist Werbung aber irgendwie gesperrt. Sorry, da müssen noch ein paar Informationen nachgeschoben werden. Fünftens. Gibt es eine Art Rohvorlage von einem Kanalhintergrund, also ein Bild, wo schon die Kästchen da sind und ich nur noch Bilder einfügen muss? Auch hier müssten wir weitere Informationen haben, einen Screenshot, was Sie genau meinen, denn ich wüsste jetzt hier nicht, was Sie meinen. Sorry. H. Jalle, 190. BIOS Setup und Bootscreen Ubuntu. Hi, ich habe folgendes Problem. Ich habe vor Ewigkeiten mal mein BIOS Setup verschlüsselt. Jetzt habe ich das Problem. Ich habe das Passwort vergessen. Ich komme nicht mehr rein. Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen oder zu entfernen? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit, das komplett zu entfernen oder wieder zurückzusetzen, ist, Sie nehmen die BIOS-Batterie raus, Sie trennen den Rechner vom Strom ab, also Kabel hinten raus, Netzteil ausschalten und das Ganze dann, um nur mal sicher zu gehen, 5 oder 10 Minuten liegen lassen, damit der Batteriepuffer auch leer läuft. Dann verliert das BIOS alle seine Einstellungen und wenn Sie dann den Rechner wieder einstecken, dann lädt er wieder die Ursprungseinstellungen und die kommen ohne Passwort daher. Was Sie auch noch versuchen können, den Namen des Motherboards in Google suchen. Jedes Motherboard oder jedes BIOS hat ein Masterpasswort. Und es gibt auch einige, die nochmal ein, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Admin-Passwort haben, was eigentlich besser jetzt Masterpasswort heißen würde, womit man also immer reinkommt, auch für den Fall, dass man es vergessen hat. Denn mit der ersten Methode, die ich beschrieben habe, löschen Sie ja alle Daten. Das muss nicht unbedingt in Ihrem Sinne sein. Und mit einem Superpasswort oder Masterpasswort kommt man halt immer noch am normalen Passwort vorbei. So, danach würde ich eventuell mal suchen. Vielleicht bringt es was. Und dann, wie kann man den Bootscreen bei Ubuntu 10.4 austauschen? Unsere gezeigte Methode von Ubuntu 9.4, die funktioniert wohl nicht mehr. Ich glaube, wir haben es bei 9.10 gezeigt. Die scheint wohl nicht zu funktionieren. Wie kann man es austauschen, wissen wir selber noch nicht. Das Video von uns ist diesbezüglich noch in der Produktion. Verzweiflung 14. Schiebt, soweit ich das hier weiß, nur noch ein paar Informationen nach. Insoweit hätte es eigentlich jetzt gelöscht werden müssen. Ich habe Ihren Tipp mit dem Auflösung selbst hinzufügen schon ausprobiert. Stand auch schon in der ersten Nachricht. Jedoch stellt sich Windows wieder automatisch zurück. Ja, das kann sein, dass das zurückgestellt wird, weil sie die Max-Einstellungen überschreiten. Bei uns wurde das nie zurückgestellt, aber wie gesagt, wir haben auch nicht die Max-Einstellungen überschritten. Als ich den Monitor an der Xbox hatte, sagte der Monitor selbst im Menü, dass die aktuelle Auflösung so und so hoch sei. Gut, da müssen wir uns dann aus der Diskussion verabschieden. Da würden wir jetzt auch nicht mehr weiter wissen. IT-Socke fragt an. Er hat das Opera-Video gesehen, Operator, und hat es ausprobiert. Allerdings hat wohl www.myip.is immer seine richtige IP genannt. Also der Tor-Effekt war wohl nicht rübergekommen. Wo sie da falsch abgebogen sind im Video, kann ich natürlich nicht sagen. Deswegen kann ich da leider nicht von hier aus weiterhelfen. Es funktioniert. Wir haben es ja auch im Video gezeigt, warum es bei Ihnen nicht funktioniert. Ja,
keine Ahnung, ist da die Tor-Software eventuell nicht mitgelaufen oder hat es aus irgendeinem Grund die Einstellungen nicht richtig setzen können, dass sie auch diesen, was ist das, Proxy benutzen. Deswegen kann man nicht genau sagen. Multimedia-Experte, Windows 7 zickt rum. Also ich möchte Windows 7 Ultimate 64-Bit auf meinem Desktop-PC installieren, bekomme immer nur die Fehlermeldung, die Startkonfiguration des Computers können nicht aktualisiert werden. Sondern er hat uns diesbezüglich einen, nein, er hat uns einen Screenshot mitgeschickt. Genau, den haben wir aber nicht gebraucht. Die Fehlermeldung, die Sie uns geschickt haben, da suchen Sie einfach mal in Ihrer Lieblingssuchmaschine. Und da finden Sie nämlich die Fehlermeldung. Und zwar, Microsoft hat vor kurzem ein neues Tool oder so ähnliches oder neues Portal gelauncht, nennt sich WinFix. Also eine Art Fix für Windows. So, und diese Fehlermeldung wird mit diesem Fix behoben. Also dort einfach mal rumsuchen. Aber Sie sind nicht der Einzige, der das Problem hat. Deswegen finden Sie jede Menge Treffer, wenn Sie nach dieser Fehlermeldung auf Google suchen. Nerv 1 van Nerfingen. Er schiebt noch einige Informationen nach. Jetzt kommt er langsam mit den Informationen rüber, die wir eigentlich schon in der ersten Frage hätten haben müssen. Der Laptop, an den er nicht mehr drankommt. Und wie er da nicht mehr drankommt, weiß ich jetzt selber nicht mehr so genau. Die Fragen sind mir also nicht mehr ganz im Kopf. Es ist ein Dell-Laptop und der hätte natürlich ein Laufwerk haben können, aber der ursprüngliche Besteller, unser Kollege Nerv 1 van 1 Nerfingen, ist wohl Zweitbesitzer dieses Laptops. Sondern der ursprüngliche Besitzer hatte wohl aus irgendeinem Grund kein Laufwerk im Rechner mitbestellt. Es muss wohl eine Gelegenheit gegeben haben, das Ganze von USB zu booten. Das jedenfalls wird jetzt eingeräumt, aber scheinbar ist die Schnittstelle defekt. Jedenfalls, das scheint nicht mehr zu gehen. Gut, nein, dann hat es eine Möglichkeit gegeben, Windows XP neu zu installieren. Und diese Möglichkeit ist jetzt verbaut. Dann kann man definitiv jetzt schon sagen, okay, da geht nichts mehr. Bei Dell, ich weiß jetzt nicht, wie alt der Rechner ist, aber wenn er nicht zu alt ist, da gab es normalerweise da auch immer eine Partition, mit der man das ganze System wieder hätte herstellen können. Aber auch da gilt natürlich, ich nehme an, die ist inzwischen entfernt worden, diese Partition. Ja, dann wird es wirklich eng. Jetzt schreiben Sie allerdings, und das ist eben nicht mehr ganz verständlich, weil ich die vorherigen Fragen nicht mehr kenne, nun zu einem Lösungsansatz. Kommt man nicht irgendwie an die LM-Hashes ran? Über ein Proc, das man auf einen USB-Stick installiert. Nun, ich denke, von USB können Sie nicht booten. Heißt das, Sie können aber auf einen USB-Stick zugreifen. Aber wo ist dann hier das Problem? Wenn Sie in Windows reinkommen, dann können Sie natürlich die Passwörter knacken. Aber soweit ich das in Erinnerung war, war es nie die Frage, wie man die Passwörter knacken kann, sondern wie kriegt man ein neues XP drauf? Also die LM-Hashes, die können Sie natürlich knacken. Das ist kein Thema, haben wir auch schon gezeigt in mehreren Videos. Und eines davon ist auch für Ubuntu, ChangeNTPW oder so ähnlich, glaube ich, hieß es. Also deswegen, das ist überhaupt kein Thema, aber da muss man ja Zugriff darauf haben, da muss man ja in dem Account drin sein. Und wenn man in dem Account drin ist, in dem Admin-Account, dann brauche ich nicht mal dieses Passwort, dann kann ich auch mit dem NetUse-Befehl das Passwort ändern. Also das passt jetzt bei mir nicht mehr ganz zusammen. Ich denke mal, ich habe da was durcheinander geschmissen, aber ich bin ursprünglich davon ausgegangen, es geht darum, dass Sie nicht mehr von einem sauberen System booten können, was Sie aber müssen. Smarty 2008 fragt an, wenn ich auf meiner Tastatur das L drücke, dann soll nicht das L kommen, dann soll dieser Buchstabe kommen, von dem ich nicht weiß, was das ist. Es sieht aus wie ein L, ein kleines L, das in Schreibschrift geschrieben wurde. Aber da kann ich auch völlig daneben liegen. Insoweit das eventuell mal nachschieben. Gut, wenn Sie natürlich ein anderes Tastaturlayout bekommen oder sollte das ein kleines L sein, dann brauchen Sie natürlich nur eine andere Schriftart. Insoweit ist leider nicht ganz klar. Wenn das ein anderer Buchstabe aus einem anderen Alphabet ist, Mandarin, Chinesisch, dann einfach die entsprechende Tastaturbelegung installieren. Das geht natürlich auch. Ansonsten müsste ich nämlich auch wissen, aus welcher Tastaturbelegung das hier kommt. So, waren wir stehen geblieben, da oben. iTutorial 96. Ich habe Tippcam, ein Aufnahmeprogramm auf meinem Windows 7-Rechner installiert. Als ich eine Testaufnahme machen wollte, ging das Farbschema von Windows zu Windows 7 Basic. Nun kann ich nicht mehr
Windows Aero anmachen? Kannst du mir helfen? Ja, da ist ein Service abgeschaltet worden. Ich glaube, der heißt WGM, Windows oder WDM, Windows Desktop Manager. Da einfach mal in den Diensten nachschauen. Da ist ein Service dafür, steht relativ weit oben in der Auflistung. Der ist dafür zuständig, dass diese Aero-Oberfläche gestartet werden kann. Normalerweise sollte die sich allerdings automatisch wieder anschalten, in dem Moment, wo das Programm, mit dem Sie hier aufzeichnen, sag ich jetzt mal, abgeschaltet wird. Luffy Goofy fragt an bezüglich: Ich habe Ubuntu 10.4 auf meinem PC und ich wollte Windows-Dateien als Exe starten, öffnen. Ich habe dazu euer Video gesehen zu Wine. Ich habe mir die Wine-Version für 9.04 runtergeladen. Da steht dann, ich habe eine Windows-Datei, also Exe öffnen. File Softonic Downloader 53346. Exe ist nicht markiert als ausführbare Datei. Wie bekomme ich also Windows-Dateien zum Laufen? Ich weiß jetzt nicht, welches Wine-Video Sie von uns gesehen haben. Wir haben mindestens zwei online. Sie müssten sich das aktuellere Video anschauen. Denn dann hätten Sie all diese Probleme nicht. Diese Softonic Downloader-Exe, die Sie definitiv nicht brauchen, das ist nämlich freundlich ausgedrückt, nicht optimale Software. Und wahrscheinlich holen Sie sich besser das Originalpaket. Ich weiß jetzt aber nicht, was Sie installieren wollten. Wahrscheinlich gibt es für Ubuntu ein entsprechendes Äquivalent. Ansonsten, Sie greifen über Wine aus auf diese Exe zu und dann wird die auch ordentlich gestartet. Sie dürfen natürlich keinen Doppelklick oder ähnliches machen, das funktioniert natürlich nicht. Aber all das haben wir in unserem Wine-Video erzählt. Das eventuell nochmal anschauen. Bocktown66, ich wollte dir nicht bei 10.000 Abos ein Bild hochladen vom Team. Ja, aber wir haben noch keine 10.000 Abos, wir haben noch nicht so viele abgeschlossen. Ich weiß natürlich, worauf Sie hinaus wollen. Das Bild ist schon online. A. Seidel, Frage und Firefox Add-on. Ich habe ein kleines Problem mit der Sidebar von Windows Vista. Es gibt dort eine Mini-Anwendung, bei der man sich anzeigen lassen kann, wie das Wetter wird. Die Anwendung wird von Microsoft mitgeliefert und bei der Anwendung aktualisiert sich die Temperatur nicht mehr, sondern die ist immer gleich. Auf anderen PCs gibt es den Fehler nicht. Ein Entfernen und wieder hinzufügen ging auch nicht. Heißt das, das ging nicht oder heißt das, das lässt sich schon durchführen, aber danach wird keine aktuelle Temperatur angezeigt? Dann habe ich noch das Firefox Add-on Chromifox Companion gefunden, mit dem ich das Design des Firefox 3.6 ändern kann. Das alte Add-on aus einem Video geht nicht mehr mit der neueren Version. Okay, aber da sehe ich keine Frage draus, deswegen, da wüsste ich jetzt nicht, was ich dazu antworten soll. Bezüglich des Add-ons Vista, ja, muss ich wahrscheinlich auch sagen, haben wir nie benutzt, deswegen keine Ahnung, warum das da rumspinnt. Ich nehme mal an, Sie sagen, mit anderen Rechnern funktioniert es, meinen Sie andere Rechner in Ihrem LAN. Wenn Sie andere Rechner bei Freunden irgendwo anders, also bei einem anderen Provider meinen, dann kann es natürlich theoretisch noch auch daran liegen, dass Sie ein Problem haben in Ihrem LAN-Rechner. Aber in Ihrem LAN, da müsste es ja eigentlich funktionieren. Nee, also keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Eventuell mal was anderes ausprobieren. Strange ist nur, dass es mal funktioniert hat und dann irgendwann nicht mehr. The Dark T09. Ich wollte mal fragen, ob ihr Videos dazu machen könnt, wie man seinen PC schneller starten lassen kann. Wir haben schon eine Menge Videos dazu gemacht, wie Sie den Rechner optimieren können. Wir haben aber jetzt kein Video dazu, wo man quasi als eine Art Kompendium alles, sage ich jetzt mal, zeigt, weil es gibt mehrere Sachen. Das Video würde recht lang werden und am Ende des Tages ist es nicht für alle interessant. Deswegen haben wir dazu lieber, ich sage jetzt mal, 15 einzelne Videos gemacht, was man alles halt optimieren kann. Zumal jeder andere Bedürfnisse in Bezug auf Optimieren hat. Der eine sagt sich, ich brauche mehr Speicher und so weiter und so fort und der andere sagt sich, ich habe genug Speicher, brauche ich nicht. Tobias XYZ VirtualBox, er hat uns ein paar Informationen vorher schon zugeschickt und hat dann hier mit dieser E-Mail das Ganze wieder berufen. Er hat VMware 2.0 nicht ans Laufen bekommen, dann hat er VirtualBox nicht so richtig ans Laufen bekommen, aber jetzt schreibt er wohl hier, funktioniert doch alles ganz wunderbar. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ich habe eine 64-Bit-fähige CPU, doch VirtualBox meint, ich habe einen
386 oder so ähnlich. Ich nehme mal an, das ist 32-Bit. Ich habe ein Intel Core 2 Duo und so weiter und so fort. Heißt das, ich wurde betrogen und ich habe gar kein 64-Bit? Danke schon mal im Voraus. Nein, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie von VirtualBox die 64-Bit-Fassung runtergeladen haben und dass Sie die ordentlich installiert haben und dass die auch funktioniert. So, und in Ihrer virtuellen Maschine können Sie diesen Rechner frei konfigurieren. Da können Sie diesem Rechner einen Prozessor zuweisen. So, und ich nehme mal an, die Standardzuweisung, wir haben jetzt mit VirtualBox noch nicht so ausgiebig gearbeitet, dass ich das jetzt so aus dem Stegreif beantworten könnte, aber ich gehe jetzt mal davon aus, der Standardprozessor, der zugewiesen wird, ist ein Standard x86-Prozessor, weil darauf das meiste halt funktioniert. So, Sie können das sicher austauschen und einfach sagen, ich nehme doch lieber einen 64-Bit-Prozessor. Dann müssen Sie natürlich die entsprechenden ISOs oder Betriebssysteme, die Sie dort installieren, die müssen ebenfalls alle 64-Bit-fähig sein. Das ist der einzige Unterschied, also deswegen da nicht ins Boxhorn jagen lassen, nur weil VirtualBox Ihnen einen PC vorschlägt, der, sage ich jetzt mal, den 32-Bit als Standard hat. Also das ist alles völlig okay. Nochmal Tobias XYZ. Mann, ich bin so durch den Wind. Ich google jetzt schon keinen Plan. Bestimmt eine Stunde kann man mit VirtualBox irgendwie ein System von einem Image laden und dann installieren, weil ich möchte jetzt nicht Unmengen an CDs verballern. Ja, das gibt es, ist auch überhaupt kein Problem. Und zwar, Sie haben irgendwo eine Art Verwaltung von Festplatten oder Medien, um es mal allgemeiner auszudrücken. So, und in diese Medienverwaltung können Sie beliebige Images aufnehmen. Sie müssen dann einfach nur sagen, hier, das Image liegt da und so weiter. Und dann merkt VirtualBox das. VirtualBox merkt sich das. So, und wenn Sie dann den Rechner dann am Ende starten, können Sie sagen, ich möchte, dass du von CD startest und dann wählen Sie dieses Image an. Und dann wählt der von dieser ISO-Datei. Also, das haben wir schon gemacht. Das funktioniert auch ganz wunderbar. BG Kurdistan 93. Ich habe gefragt, dass ihr bald ein Giveaway machen wolltet. Ich wollte jetzt mal fragen, wann das wäre. Genau können wir das noch nicht sagen. Es sollte eigentlich schon laufen. Es hat aber die üblichen Verschiebungen gegeben. Das kann sein, dass das noch was dauert. Wenn Sie uns abonniert haben, können Sie da auch auf keinen Fall was verpassen. Wir melden das also mindestens eine Woche vorher an, damit die Leute Zeit haben, sich darauf einzustellen. Deswegen keine Ahnung, wann es kommt. Nochmal User Hjalle 190. Ich benutze die Sun VirtualBox für Ubuntu 10.4, um virtuelle Maschinen zu erstellen. Das heißt, Ihr Betriebssystem ist Ubuntu 10.4 und dort haben Sie Sun VirtualBox installiert. Ist das so richtig? Das Problem ist, dass im Vollbild immer nur so ein kleines Bild, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, sehe. Ich habe hier ein Bild, ist schon älter, aber ist noch genauso. Bei allen anderen VMs ist es genauso. Okay. Also, das ist der Installationsbildschirm von Windows XP Home Edition. Also, das ist völlig normal, dass wenn XP installiert wird, dass Sie nicht eine Auflösung von zum Beispiel 800x600 haben, sondern eine viel kleinere. Also, das ist normal. Da würde ich mich nicht drüber wundern. Also, nee, das ist okay. Wie das bei anderen VMs aussieht, Vista, Open Solaris, kann ich natürlich nicht sagen. Aber das hier für Windows XP völlig normal. Okay.